Herzlich willkommen im Demenzraum. Der Demenzraum ist eine Online-Initiative vom Kuratorium Wiener Pensionistenwohnhäuser, wo wir versuchen, Betroffene, pflegende Angehörige und Interessierte zum Thema Demenz zu erreichen und zu informieren. Mein Name ist Eda Karin, ich bin Pflegedienstleitung im Kuratorium Wiener Pensionistenwohnhäuser, den Häusern zum Leben und Demenzexpertin und freue mich, dass ich heute zwei ganz tolle Gäste da habe. Birgit Meinrad-Schiebel, die Präsidentin der IG Pflegenden Angehörigen und okay. Georg Psota, den Chefarzt vom Psychosozialen Dienst in Wien. Willkommen. Danke. Zu einem wichtigen Thema. Wir haben extra das Thema eingezogen, Krieg, Trauma und Flucht, weil wir gesagt haben, aus aktuellem Anlass wollen wir uns damit beschäftigen, vor allem weil ich auch relativ viele Anfragen gekriegt habe von Angehörigen und in der Arbeit auch mitbekommen habe, dass es da sehr viele Fragen dazu gibt. Aber jetzt mal nur so zum Einstieg, dass man sich auskennt, was wer ist. Was ist eigentlich der psychosoziale Dienst? Der psychosoziale Dienst ist ein Netz von ambulanten Krankenanstalten, also von sozusagen ambulanten Spitälern, das die Aufgabe hat, dieses Netz sozialpsychiatrische Grundversorgung anzubieten. Was heißt sozialpsychiatrisch? Es heißt gemeindenah, es heißt nicht zentralisiert, sondern verteilt über Wien. Und ursprünglich, also von der Gründungszeit und Idee weg, 1980, ging es eigentlich um diese regionalisierten Krankenanstalten, ausschließlich ambulanten Krankenanstalten. Aber mit der Zeit sind dann halt immer noch verschiedene Angebote dazugekommen. Ein Not- und Krisendienst, wo man quasi jederzeit anrufen kann, tatsächlich 24/7/365. Dann auch etwas Alterspsychiatrisches, das ich 2001 gründen durfte und dann einmal damit anfangen. Das Gerontopsychiatrische Zentrum, so heißt es, heute von der Frau Primaria Sepansch geleitet, von einer wunderbaren Ärztin und wunderbaren Gerontopsychiater. Und es sind auch Kinder- und Jugendpsychiatrische Einrichtungen dazugekommen, ambulante. Mhm. Und das ist der psychosoziale Dienst in Summe, wobei man schon dazu sagen muss, dass das Klientel, und ich spreche mit meiner ehemaligen Vizepräsidentin, Vizevorständin ist da, das Klientel ist schon eines, es ist jetzt nicht ein klassisches Psychotherapie-Klientel. Mhm. Es sind schon wirklich kränkere Leute, Menschen mit oft auch gravierenden sozialen Problemen, aber jedenfalls mit einer doch in aller Regel, zumindest über einen Zeitraum, schwereren psychiatrischen Problematik. Ja. Und ja, und im Demenzbereich ist es ein bisschen anders, wenn ich da noch kurz ausholen darf. Sie müssen mich stoppen über den BSD, ich könnte stundenlang reden. Das ist ein Teil von meinem Leben. Ja. Im Demenzbereich ist es das freut uns, glaube ich, beide sehr oder hat uns schon vor Jahren gefreut, ist es ein Art Kompetenzzentrum. Mhm. Es geht nicht um die kontinuierliche Betreuung permanent, aber es geht einmal um eine Diagnostik, es geht einmal um Erklärung für die Betroffenen, aber auch für ihre Angehörigen und für ihre pflegende Umgebung. Und dann geht es sozusagen das, was so ein Kompetenzcenter sozusagen zum Gut damit über die Runden kommen, gut damit zurechtkommen, beitragen kann. Dann zieht sich das wieder zurück und wenn aber wieder was gebraucht wird, ruft man halt wieder an. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel immer glaube, meine Mutter hat eine Demenz vielleicht, dann kann ich zum BSD, zum Abklären gehen. So ist es. Genau so ist es. Gibt es da spezielle Zentren in Wien oder geht das in jedem Bezirk? Schön wär's. Da haben wir haben noch genau eines, mhm. ja, das jetzt für eine Erweiterung steht. Und man muss generell sagen, dass das Thema Demenzabklärung, aber auch Demenzbehandlung, Demenzmanagement, Beratung der Angehörigen gibt es einige Angebote. Aber das andere, was ich jetzt gesagt habe, ist etwas, was es viel zu wenig gibt.
in ganz Österreich, auch in Wien, in anderen Bundesländern noch weit, weit weniger. Und eigentlich ist es eine Krankenkassenleistung. Also die Abklärung einer Demenzerkrankung ist eigentlich eine Krankenkassenleistung und nicht etwas, was ein Land jetzt vorhalten muss oder soll. Mhm. Ja? Das würde jetzt viele weitere Debatten geben, mit denen ich Sie jetzt alle nicht belästigen will. Sie nicht, die Birgit nicht und auch die Zuseher und Hörer nicht. Aber konkret, man kann gehen, nachdem dieses eine Zentrum sehr gut gebucht ist, im Jahr 1500 Patienten, 1500 Menschen abklärt diesbezüglich und untersucht und behandelt und so weiter und so fort, gibt schon eine Wartezeit, das muss ich schon sagen. Diese Wartezeit ist auch der Grund, es in komplexen Verhandlungen mit allen möglichen erweitern zu wollen. Das heißt, im günstigsten Fall rufe ich vorher an. Und das nahm unbedingt, bitte unbedingt vorher anrufen. Und das ist ja etwas, da muss man sich Zeit nehmen für die Betroffenen. Und die muss man auch gut eindeuten, weil wenn dann andere jetzt lang warten, werden die sehr unruhig. Ja. Das ist, also das macht schon Sinn, vorher sich dort telefonisch zu hören. Gerundo Psychiatrisches Zentrum BSD Wien. Super. Ja. Danke. Liebe Birgit, zu der IG pflegenden Angehörigen. Kannst du uns da auch ein bisschen erzählen, was das ist? Mache ich sehr gerne. Das heißt, wir haben uns 2010 gegründet. Wir sind ein Verein, aber wir sind keine Dienstleister im üblichen Sinn. Also wir sind sozusagen keine Einrichtung, zu der man kommt und jetzt einen Dienst beanspruchen kann. Wir sind eine Internetplattform. Und ich glaube, das Wichtige dabei ist, dass wir sozusagen durch den Dschungel führen. Mhm. Also wir versuchen den Leuten den Weg zu zeigen, wie sie zu dem kommen, was sie brauchen. Und meistens sind das halt die dramatischen Situationen. Jetzt ist es passiert, was mache ich jetzt? Weil die wenigsten Menschen halt sich vorbereiten auf die Situation, verständlicherweise. Mhm. Aber schön wäre es, sie würden. Das wird das Leben für alle leichter machen. Und natürlich gibt es auch immer wieder dann so Situationen, gerade jetzt, wo eben Demenz tatsächlich, hat es immer schon gegeben, aber jetzt mehr auftritt, dass genau solche Themen dann kommen. Und wir sind dann glücklich, dass wir zum Beispiel in Wien mit dem BSD zusammenarbeiten dürfen und sagen dürfen, da gibt es tatsächlich auch eine Hilfe und die auch immer erreichbar ist, im Unterschied zu vielen anderen Angeboten. Allein wenn ich denke, das Bürgerservice des Sozialministeriums arbeitet von, weiß ich nicht, 8 bis und am Freitag bis. Und was macht man zum Wochenende, wenn irgendwas passiert? Ja? Mhm. Und wir haben schon gemerkt, dass ja einer der größten Belastungen für die pflegenden Angehörigen natürlich der psychische Druck ist. Mhm. Also das andere, das Handling und so, das kriegt man alles irgendwie hin. Aber umgehen damit und dann unter Druck zu sein, und der Druck wird immer größer im Laufe der Zeit und bei der Demenz wird er noch einmal um vieles größer, ist auch nicht unsere Aufgabe. Also da sagen wir, Gott sei Dank können wir mit dem BSD zusammenarbeiten, aber natürlich auch mit anderen Einrichtungen. Und das, was wir wirklich gelernt haben, die meisten Menschen wissen nicht, was es gibt. Also wir können 100-mal darüber reden, sie haben keine Ahnung, welche Unterstützungsmaßnahmen es gibt. Es gibt sie ja. Also alleine, wenn ich nur denke, die Pflegekarenz wäre ja sowas ganz Tolles, aber von den fast 800.000 Menschen, und davon sind ein Drittel immerhin noch erwerbstätig, wissen und nehmen das 3.000 oder 4.000 Menschen pro Jahr in Anspruch. Mhm. Es ist irre, ja. Und wir versuchen immer zu vermitteln und zu sagen, da gibt es eine Möglichkeit, bitte nehmen Sie das in Anspruch. Oder da gibt es den PSD, bitte wenden Sie sich dorthin. Und wir können ja auch genau erklären, was der PSD tut. Mhm. Und das ist ja das Wichtige dabei. Weil wenn man nur sagt, da haben Sie die Telefonnummer, das funktioniert nicht. Man muss sagen können, dort wird das gemacht, das ist für Sie vielleicht jetzt das Richtige. Und das funktioniert. Personell funktioniert so, dass meine Koordinatorin 15 Wochenstunden macht. Sie ist eigentlich in Pension, aber sie macht das. Und ich bin halt so quasi die Wanderpredigerin, weil ich halt durch die Lande ziehe und halt immer über das Thema rede. Und wir sind ja auch bei den Eurocarers mit dabei. Also wir haben uns weiter ausgedehnt und ich arbeite halt ansonsten ganz eng mit dem Sozialministerium zusammen. Ja, ganz wichtig. Vor allem als Internetplattform kann ich es eigentlich immer anwählen. Ja. Ne? Es gibt eine wirklich tolle Service-Seite, die meine Kollegin betreut und die wird immer wieder gelobt, weil sie einfach so gut ist. Also sie ist wirklich ein Schatz. Ja, vielleicht können wir die in den Chat stellen.
Danke. Gut. Ja, jetzt zum heutigen Thema, das ja leider schon über längere Zeit jetzt aktuell ist. Man sieht sehr viel in den Nachrichten, klar, jetzt auch im Internet, und man ist immer wieder mit diesen Bildern konfrontiert. Jetzt kenne ich das von meinem Klientel. Menschen mit Demenz haben meist auch mindestens einen Krieg miterlebt. Wenn die da jetzt Nachrichten sehen, was kann da in ihnen vorgehen? Menschen mit Demenz sind halt einmal ein großes Spektrum. Ja? Mhm. Weil A kommt es darauf an, es kommt auch darauf an, was für Arbeit von Demenz, auch das spielt eine Rolle. Mhm. Aber es kommt vor allem das Ausmaß, es kommt ganz stark auf das Ausmaß von Demenz an. Und die Gruppe, die ich jetzt für ein Konto dieser Bilder recht wenig gefährdet halte, ist die Gruppe der Schwerdemenzkranken. Weil das, was sich im Fernsehen zeigt, ist eine hohe Abstraktion letztlich. Mhm. Die bei Schwerdemenzkranken, zumindest vom Alzheimer drüber, war bei anderen Mischformen etc., nicht mehr so unmittelbar aufgefasst wird. Mhm. Ja? Ich meine, wenn das da nur Explosionen sind und das Hörvermögen gut ist, ist das auch unangenehm. Ja? Und vor allem, wenn die anderen, die da sind, alle angespannt sind oder so, das spüren Menschen auch mit einer schweren Demenz. Diejenigen, die ich eher bedroht sehe und die zum Teil dann auch wirklich beträchtlich bedroht sehe, sozusagen von diesen Bildern, sind leichte Demenzkranken. Mhm. Weil das wird aufgenommen, das landet letztlich im Emotionshirn sozusagen, das landet in dem Menschen, in seinen Emotionen. Aber die Bearbeitung, die kognitive Bearbeitung kann nicht mehr ganz so gut stattfinden. Aber bei einer leichten Demenz ist das schon ein bisschen schwieriger. Wie weit ist das weg? Was ist das? Wie, was? Wie bedroht? Etc. etc. Ja? Und natürlich ist das debattierbar mit einem Menschen mit einer leichten Demenz. Aber, und es weckt natürlich auch Bilder aus vergangenen Zeiten. Und diese vergangenen Zeiten sind nicht nur die Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Diese vergangenen Zeiten sind eine Reihe von anderen Kriegen auch. Mhm. Ja, also Jugoslawien-Folgekriege etc. etc. Ja. Mhm. Und das ist für die dann schon schwierig. Also ja, ich denke mir, also so wie Sie angesprochen haben, dass auch wenn das Umfeld angespannt ist oder ängstlich, also das ist was ich gemerkt habe, dass auch wenn die Pflegepersonen im Umfeld sehr betroffen sind, dass das sehr wohl sich dann spiegelt in den Klienten oder Bewohnern, weil die das einfach merken und nicht wissen, warum hat der Angst. Genau. Ja. Die betreuende Person ist unglücklich, weint den halben Tag. Das spürt der Demenzkranke. Mhm. Also auch eben der Schwerdemenzkranke massiv. Der Leichtdemenzkranke wird schon hinterfragen. Ja, aber ja. Mhm. Jetzt, also wenn ich so an meine Familie, Eltern und Großeltern denke, war das ja früher nicht so üblich, dass man sagt, ich muss ein Trauma aufarbeiten. Also ich kenne das von meinem Opa, der hat immer gesagt, ich gehe ja nicht zum Irrenarzt. Von meiner Zusatzausbildung her bin ich ja auch Validationsanwenderin und die Naomi Feil hat ja auch immer gesagt, also so am Ende der Lebensphase kommen diese Dinge wieder hoch, vor allem wenn man sie nicht aufgearbeitet hat. Wenn ich das Gefühl habe, derjenige ist zwar schon fort oder mittelgradig dement und hat so ein nicht aufgearbeitetes Kriegstrauma und das kommt jetzt hoch, weil es sich von den Medien, von den Mitarbeitern spiegelt, wie kann ich da reagieren? Also wenn es jetzt jemand, also die sozusagen posttraumatische therapeutische Behandlung von Menschen mit einer mittelgradigen Demenz ist nicht ganz so etabliert, ich sage es mal so. Weil letztlich sind das doch oft Prozesse, außer EMDR, also, aber das sind schon Prozesse, die ja doch eine gewisse kognitive Dimension, kognitive Möglichkeit verlangen. Ich würde mal eher damit beginnen, dass ich sage, wir haben ja bei weitem nicht genug Ressourcen für alles, was an Trauma geboten wird. In den verschiedensten Altersgruppen, in den verschiedensten Bereichen, verschiedensten sozialen Gruppen. Ja.
das würde ich eher für die leicht Demenzkranken sehen. Für die mittelgradig Demenzkranken würde ich glauben, dass es eher um sehr viel Sicherheit erzeugen geht. Da geht es eher um ein Kohärenzgefühl. Mhm. Also so eher Antonowski, sage ich jetzt einmal. Also man ist sicher, die Menschen mögen einen, man weiß, wofür man da ist. Mhm. Auch eher fast ein bisschen reorientierend. Wo ist man, was ist man? Auch nicht allzu sehr von diesen Bildern sozusagen triggern lassen. Und wenn es aber dann wäre, ja, dass jemand sozusagen akut in eine Retrauma-Situation kommt, dass er so triggert ist, dann muss man das wirklich, glaube ich, sehr individuell angehen. Und wird man sie mit fix und fertig Tools nicht so leicht tun. Ja? Mhm. Ich kenne Validation einigermaßen gut. Ich habe die Naomi Feil auch kennen, alles Mögliche. Aber ich bin kein Validationsexperte. Ich weiß jetzt gar nicht, was das spezifische Angebot aus der Validation wäre. Für mich ist ja Validation fast eigentlich die Form der Psychotherapie bei Mittel- und Schwerdemenzkrank. Mhm. Ja? Aber man tät sie unter Umständen schon ein bisschen schwer bei Mittel und. Es ist auch oft recht schwierig, weil man spricht dann wirklich den Schmerz an. Ja. Und in meiner Meinung nach manchmal nicht ungefährlich. Ja. Ja. Aber wenn der Schmerz gezeigt wird, dass er dann angesprochen wird, das ist, glaube ich, völlig in Ordnung. Das ist eine Möglichkeit. Mhm. Dann muss man dann auch wieder einfangen und halten. Ja. Ja. Wenn der Schmerz aber nicht geäußert wird, nicht gezeigt wird, dann würde ich ihn nicht wecken. Mhm. Ja. Weil das ist, die Bearbeitung hätte erfolgen sollen vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, vor 40 Jahren. Ja. Ja, klar. Hast du da Anfragen zu Angehörigen auch dazu in die Richtung, dass die sagen, meine Eltern haben jetzt oder es gibt jetzt mehr Probleme? Also direkt habe ich diese Anfragen nicht, aber ich erlebe das natürlich im Umfeld. Die Leute kommen ja nicht einfach und sagen, ich weiß es nicht weiter, ich bin getriggert. Ja, das tun sie nicht. Und sie sagen auch nicht, meine zu pflegenden Angehörigen sind getriggert. Aber natürlich, immer wenn es darum geht, dass Menschen beginnen, im Laufe eines Gespräches irgendwie zum Thema Krieg hinzukommen, das haben wir jetzt auch, dann kann man darauf auch gut einsteigen und kann sagen, wie ist das für Sie, wie geht es Ihnen jetzt damit und brauchen Sie wo Unterstützung? Und das ist das Erste, was man fragen kann. Und oft kommt dann, naja, aber was kann man denn machen, ja. Und dann kann man sagen, Sie können einfach versuchen, wenn Sie merken, dass Ihr demenzkranker Mensch unruhig wird etc., dass Sie einfach versuchen, ein bisschen das, was der Dr. Psotta schon gesagt hat, Sicherheit zu vermitteln. Das kann aber auch sein, dass man ein bisschen ablenkt davon und es nicht noch mehr aufnimmt. Denn damit kann man dann nicht arbeiten. Also ich setze mich jetzt nicht hin und sage, schauen wir uns doch die Nachrichten an, das ist woanders. Im Gegenteil, eher vermeiden, das hat keinen Sinn. Aber die alte Methode, die ich so ein bisschen aus der Validation kenne, ist einmal mit Musik ein bisschen anders umgehen oder einfach herumgehen, einen kleinen Spaziergang machen oder einen Menschen in den Arm nehmen und halten. Das ist ein Gefühl. Und es geht ja darum, dieses Angstgefühl irgendwie in den Griff zu kriegen. Man muss nicht mehr aufpassen, natürlich die pflegenden Angehörigen sind ja auch getriggert. Sehr viele von ihnen. Wir haben gesagt, natürlich, wir haben ja nicht nur einen Weltkrieg gehabt, das ist schon sehr lange her, aber es gab dann die anderen Kriege bis hin zu 2004, 2003. Und das hat sich aber dadurch, dass ja auch Menschen geflüchtet sind und zu uns gekommen sind, dann natürlich auch bei uns gezeigt. Und da muss man sehr aufpassen, dass die pflegenden Angehörigen nicht diejenigen sind, die dann in diese Situation geraten und ihre Unruhe und ihre Ängste dann da weitergeben. Mhm. Also da muss man sehr behutsam sagen, wie geht es Ihnen damit, was können Sie für sich tun? Und das Wichtigste ist halt einfach Stabilisierung. Mhm. Also das Allerwichtigste. Ja? Mhm. Das Gefühl zu geben, jetzt bricht hier nicht die Welt zusammen und wenn Sie Sorgen und Ängste haben, weil meine Familie lebt noch in der Ukraine, dann muss man wirklich da weiter beraten, da sein und sagen, was können Sie jetzt tun, wie können Sie sich da verständigen.
Also das merken wir schon, aber es kommt erst langsam. Mhm. Ich meine, so schrecklich es klingt, der Krieg ist noch nicht so lange und die Unsicherheit steigt erst jetzt. Mhm. Und die Ängste kommen jetzt erst langsam. Und dazu kommen jetzt noch eine ganze Menge andere Ängste, wirtschaftliche Ängste. Wie geht es weiter? Was passiert jetzt mit uns? Mhm. Jetzt passiert noch einmal sowas. Ja? Also ich glaube, es ist so schwierig, diese ganze Komplexität anzusprechen. Und das Wichtigste ist einfach immer irgendwie, das, was auch Georg Sotter gesagt hat, Sicherheit vermitteln und nicht noch hineingehen. Ich habe gerade ein Buch fertig gelesen, das war so vielleicht ein gutes Beispiel. Eine alte Frau mit ihrem Enkelsohn und der Enkelsohn macht die Bauarbeiten im Haus und da findet er eine Patrone und gibt sie der Oma. Und die Oma war in der Patronenfabrik in Hirtenberg Zwangsarbeiterin. Ja. Gemeinsam mit KZ-Häftlingen. Mhm. Und plötzlich taucht alles wieder auf. Und sie schafft es dann, gemeinsam mit ihrer Familie dahin zu kommen, dass sie die zwei Dinge vereinen kann und damit so quasi ihren Frieden schließen kann. Also wenn es auftaucht, den Schutz geben, und dann schauen, dass man gemeinsam damit weiterleben kann. Es geht ums Weiterleben. Ja. Jetzt so eine ganz gefinkelte Frage. Gibt es denn Studien, die sich damit beschäftigt haben, wie der Krieg sich auf Menschen mit Demenz, wenn sie dann eine, meistens, also ich rede jetzt mal hauptsächlich von Alzheimer, wird sich unterschiedlich auswirken auf jeden Fall. Aber gibt es da Studien dazu, dass man sagen könnte, so müsste man jetzt, oder Anhaltspunkte, wie man vorgehen könnte? Anhaltspunkte zum Vorgehen, also ich habe in der Anstudie, die ich kenne, nicht gefunden. Aber ich meine, aufgrund des Themas, das heute gesetzt ist, habe ich einen größeren Research gemacht mit einer Mitarbeiterin und es ist in Wirklichkeit, es ist erbärmlich, was es dazu an Studien gibt. Es gibt wirklich ganz, ganz, ganz wenig. Also die eine Studie, auf die ich mich beziehe, ist eine, die Post-Libanon-Krieg war, der ein kurzer Krieg war und dergleichen. Aber sie brauchen ja eine Ausgangslage sozusagen. Sie brauchen eine Vergleichslage. Und jetzt muss man dazu sagen, die Gegenden, in denen in den letzten Jahrzehnten Kriege geführt wurden, außer der jetzige Krieg, sind nicht unbedingt immer Gegenden, in denen überhaupt Studienmessgrößen so präsent waren oder so. Aber gut, in dieser konkreten einen Studie sind durchaus übliche Parameter, also der Mini-Mental, das leider viel zu wenig verwendete neuropsychologische Inventar. Also das ist sozusagen alle psychiatrischen Symptome in einer Liste, die dann auch Punktewerte gibt. Mhm. Ja. Alltagsfertigkeiten und so weiter. Also sowohl affektive als auch, also sowohl emotionale Anteile, auch die verschiedensten Unruhesymptome in den MPI und auch die kognitiven Symptome gemessen worden. Ja. Und das Ergebnis war eine wirklich signifikante Verschlechterung im Grunde, vor allem an Demenzfortschritt. Mhm. Also einen ganz reellen, also auf der sogenannten Skala der globalen Verschlechterung. Ja, und ganz wichtig, sollten alle demenzbetreuenden Institutionen kennen, Barry-Reisberg, GDS, Global Deterioration Scale, fast eine noch größere Verschlechterung auf dem Punkt, wie es gewesen wäre, wenn der Krieg nicht gewesen wäre. Mhm. Und es ist auch ein bisschen Angehörigen Belastung gemessen worden und die war über das Ausmaß, was der Krieg per se schon Belastung ist, noch einmal mehr erhöht. Mhm. Weil das Containen als Angehöriger, die eigene Angst, die Angst um den Demenzkranken, diese ganze furchtbare Situation und dann aber auch noch containen sozusagen, wie wir so sagen. Also eigentlich das irgendwie zusammenhalten, das ist schon ein wirklich großes Ding. Mhm. Also das ist fraglos. Ja, also ich bin fasziniert, dass da gar nicht so viele Studien dazu gibt. Ich finde, das sagt etwas aus über das, wie wichtig uns wieder, wir sind an einem Punkt angekommen, zu dem aus meiner Sicht das Thema Demenz wieder ziemlich in den Hintergrund tritt. Ja.
Aber die Realität ist die, dass es eine ganze Babyboomer-Generation gibt, mit der es in den Vordergrund tritt und nicht in den Hintergrund. Etc. etc. Und wie Birgit Meinertz-Schübe gesagt hat, es steigen ja die Zahlen, ja, weil es einfach bei der Babyboomer-Generation alt wird. Ja, etc. Und es ist schon bezeichnend, dass wir da wenig geschaut haben. Ja, vor allem, ich denke mal, gerade wenn man eh weiß, dass das Stress und so eine emotionale Belastung ja auch noch so ein Risikofaktor sein kann, bin ich schockiert, dass es dann nicht viel gibt. Und wenn, dann gibt es das aus Israel. Also die Libanon-Studie ist israelische Studie. In der Ukraine jetzt in der Situation, dass die eine Studie zahlen, ist undenkbar. Ja? Nein, aber ich denke mir so, man könnte ja auch vielleicht schauen, wir haben ja doch noch sehr viele, auch bei uns Bewohnerinnen und Bewohner, die den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben, ganz einfach vielleicht auch da schauen, was haben sie vorher gemacht, wie hat sich die Zeit entwickelt, wie sind sie jetzt? Studien zu massiv Traumatisierten des Zweiten Weltkriegs und ihre Entwicklung im Alter mit einem sozusagen Late PTSD, wie weit ist das Demenz risikoerhöhend? Und wie weit verändert es oder verschärft es auch bestimmte Symptome der Demenz? Die gibt es. Sind auch nicht zuhauf, aber es gibt sie. Okay. Ja? Aber jetzt in einer Akutsituation dann sozusagen, das hätte man Post-Jugoslawien-Krieg machen müssen. Mhm. Ja? Mhm. Ja, aber es ist nicht geschehen. Ja? Da waren alle nur froh, dass es vorbei ist und fertig. Ja. Ja, es war nicht aufgearbeitet. Ja. Ja, im Rahmen der Post-Jugoslawien-Kriege haben sie ja so viele Menschen suizidiert, das ist wirklich, es gibt ja kaum Daten darüber. Ja. Wir tun ja immer wieder so, wie wenn Krieg ein rein somatisches Geschehen wäre. Mhm. Selbstverständlich haben wir einen Krieg umkommen, gar keine Frage. Aber das wirkt sich nicht nur auf unsere Nahrungszufuhr aus, ja, sondern es wirkt sich auf uns als ganze Menschen aus, und zwar psychisch in einer derartig massiven Art und Weise, dass es massiver kaum möglich ist. Ja, das bringt mich auf die nächste Frage. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Familienangehörigen hat, der eine kognitive Einschränkung hat und mit dem auf der Flucht ist, einerseits habt ihr da schon Anfragen dazu oder hört man davon was? Nein, also im Moment ist es ja auch so, dass ja vorwiegend die Jüngeren da sind, also die geflüchtet sind, und da wissen wir schon, aber das wird sich erst in der nächsten Zeit weisen, wo ja schon in den Medien klarer wird, dass alte Menschen auch kommen. Nur ich glaube, das ist halt so schwierig, weil ich nicht weiß, wie zum Beispiel in der Ukraine bisher mit dem Thema Demenz überhaupt umgegangen wurde. Keine Ahnung. Ja, das wissen, also ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, Dr. Sotter. Rudimentär. Eben, aber da gibt es wenig dazu. Und ich glaube, in der Situation der Flucht ist das dann nicht relevant, weil du nur eines musst. Du musst überleben und schauen, dass du wegkommst. Und du musst aber schauen, dass du den Menschen, der vielleicht das Problem hat, einfach sozusagen schnappst und mit dem davon rennst, so gut es geht. Und nicht Rücksicht nehmen kannst, was natürlich wichtig wäre, du musst es im Nachhinein bearbeiten können. Du musst im Nachhinein die Sicherheit geben, damit die Menschen nicht dekompensieren, wenn sie da sind. Aber während der Flucht zählt wirklich nur raus und den bestmöglichen Weg finden, mit allen und halt niemanden dort zurücklassen, sage ich einmal, ja? So gut das geht. Also wenn ich da ein bisschen ergänzen darf, es sind jetzt mittlerweile schon ein bisschen Ältere und Alte in Wien angekommen. Weil ich am Anfang von den Organisationen gehört habe, also wir versorgen die unten, weil es haben so viele eben gar nicht mehr die Möglichkeit gehabt zu fliehen, aufgrund, weil sie schon so alt sind, nicht so gut mobil. Aber das dürfte jetzt mehr werden, dass die Das beginnt ein wenig, wie gesagt, es ist beginnend, und eine Mitarbeiterin des Gerontopsychiatrischen Zentrums, die auch ukrainisch und auch russisch spricht, Ärztin, wird dann nach Ostern beginnen, Konsiliardienste in den Einrichtungen zu machen. Ja. Und wir werden dann einfach nur mehr erfahren. Und wie ich zuerst meinte, dass das
dass ich rudimentär nur weiß von der Demenzversorgung in der Ukraine. Ich meine nicht, dass die rudimentär war, sondern wir wissen aber jetzt bereits, dass es Menschen gibt, die Anfrage stellen, wie sie zu ihrer antidementiven Medikation weiterkommen. Mhm. Und vielleicht da ein kurzer Punkt dazu. Also wenn jemand, sagen wir jetzt leicht bis mittelgradig dement ist, ins volle Chaos kommt, hochgradig gefährdet ist rund um Atom und vielleicht die Gefährdung nur indirekt mit, aber schon auch mitkriegt. Das kriegt ja auch mittelgradig dement. Volle Chaos in allem, die volle Bedrohung etc. Dann kommt er wo fremd an. Alles ist neu, alles ist anders etc. Wenn das an der Moment ist, wo antidementive Medikation, die schon bestanden hat, gestoppt wird, dann macht nur eine zusätzliche bedeutende Verschlechterung. Also es muss in unserem Interesse sein, wir haben das übrigens auch bei Covid gesehen, dass das adäquat weitergeführt wird. Vor allem in den Aufnahmelagern. Ja? Das geht ja auch darum, ich habe dreimal in Aufnahmelagern gearbeitet, das ist die volle Katastrophe gewesen. Da ging es halt nur darum, du hast was zu essen, du hast dein Bett fertig, mehr nicht. Und da geht das in dem Fall schon gar nicht, weil mit dem, was man schon weiß aus den letzten drei Kriegen, sollte man eigentlich so weit sein, dass man sagt, das muss sofort da sein, dass man auch gerade auf die psychische Gesundheit schaut der Menschen oder auf ihre Beeinträchtigung, weil sie auf jeden Fall die meisten beeinträchtigt sind. Ich habe das jetzt erlebt bei einer relativ jungen Frau, wo sie da gesagt haben, also die Familie, die sie aufgenommen hat, naja, die tut eigentlich nur so, ob nichts passiert wird und lässt sich's gut gehen. Und wir gesagt, nein, das hat damit nichts zu tun. Das ist der Versuch, irgendwie zurechtzukommen. Mhm. Und nicht, es ist alles egal und jetzt bin ich geflüchtet und da werde ich jetzt versorgt. Nein, es ist genau alles, das passiert, was nicht passieren darf. Nämlich gar nicht zulassen können, was da mit mir geschieht. Ja? Und ich glaube, das ist bei einem Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung noch 1000-mal schlimmer. Also wenn das Medikament fehlt, das bis jetzt da war, wenn diese Möglichkeit fehlt, überhaupt zu sagen, was man will oder nicht. Du kannst das ja in der Fluchtsituation und auch in einem Aufnahmelager nicht machen. Mhm. Du kannst nicht sagen, ich will das jetzt nicht. Du musst das tun. Mhm. Und das ist eine furchtbare Situation. Und die Angehörigen sind mit in der Situation, wenn sie miteinander kommen. Aber alle Gastfamilien auch. Und man muss bei den Gastfamilien schauen. Es geht nicht nur ums Essen und nicht nur ums Bett. Sonst haben alle ein Problem damit. Und da bin ich sehr, sehr vorsichtig. Ja, also zum Beispiel gerade bei der Demenz muss man sofort sagen, da gibt es jetzt eine Möglichkeit, da kann man anrufen, kann sich orientieren, damit das gut gelingt. Ja. Also wobei das Medikament X, was halt schon vorher stabilisiert hat, weiterzugeben, ist ja fast das Einfachste von allem. Ja. Ja, im Vergleich zu all den anderen komplexen Dingen. Und ob das jetzt ein Blutdruckmittel ist oder ein Herzmedikament, das essentiell notwendig ist, oder eine antidementive Medikation oder von mir aus auch ein Antidepressivum oder whatever, das ist ja jetzt sekundär. Ja? Nur das gehört weitergeführt. Ja, ja, wobei Abbruch erzeugt also ich habe das mitgekriegt auch 2015, weil da war ich auch im Veredusica-Stadion und das Schwierige war wirklich, die Medikation zu kriegen. Mhm. Ja. Also, der BSD hat damals ein Lunchpaket an Medikation ins Feridusika-Stadion geschickt, über diesen genannten Notdienst. Mhm. Wir haben nicht so viel Einfluss gehabt drauf, wie es dann weiter verwendet wird, aber es war klar, dass es gebraucht wird. Mhm. Ja. Ja. Absolut. Jetzt so für, wenn wir schon bei der Medikation sind, so quasi Tipps für Pflegepersonen, wenn sie jetzt einen Menschen mit Demenz pflegen, um auch nicht alte Traumata wieder hervorzurufen. Gibt es da Tipps, auf was man achten sollte? Also ich denke, wie gesagt, zuerst einmal adaptiert oder schon auch angelehnt ans Demenzstadium, das muss man schon sagen. Aber wenn man es jetzt ein bisschen sozusagen komprimiert, der erste Punkt ist einmal, dass die pflegende Person oder die pflegenden Personen selbst ein bisschen so sein Kohärenzgefühl brauchen. Ja? Also das muss einmal helfen kann jemand, der sich einigermaßen safe fühlt, sage ich jetzt einmal. Klar. Jemand, der selber, wenn man selber in der Panik ist, hilft man nicht. Man möchte helfen, aber man kann es nicht. Mhm. Also das ist einmal ein wichtiger Punkt. Ja? Und weitere Punkte sind
leiten sich eigentlich aus dem ab. Also Tempo runter, ein wichtiger Punkt. In der Beschleunigung Ruhe vermitteln geht nicht. Mhm. Ja? Es ist auch mehr Zeit dann nötig. Mhm. Ja? Es ist auch übrigens mit gar nicht dementen älteren oder alten Menschen, die sich jetzt da Konto dieser Bilder an alles Mögliche erinnern und erinnert werden, auch notwendig, mit denen länger Zeit, ausführlicher zu reden. Ja? Wenn sie das sozusagen, ich will gar nicht sagen einfordern, sondern wenn sie einfach mehr Redebedürfnis zeigen und sagen, wow, das war bei uns damals auch so, mhm, oder dergleichen und so weiter und so fort. Mhm. Ja? Dann bitte reden wir dann drüber. Ja? So, das ist es mit Demenzkranken, wird das jetzt wird schon auch gehen, aber in unterschiedlichem Ausmaß. Mhm. Ja? Und wenn es dann sozusagen darüber hinaus Symptome gibt bei Menschen, die schon längere Zeit eigentlich mit ihrer Demenz gut füreinander kommen, gut eingestellt sind, etc., etc., eigentlich ein stabiles Umfeld hat und das stabile Umfeld reagiert containend, mhm, dann wird das üblicherweise, das wird passen. Wenn es aber bei einem leicht Demenzkranken nicht reicht, dann ist es ein Add-on an was Therapeutischem, dann ist es ein Add-on auch vielleicht an was Behandlerischem. Also das ist keine Schande dann, vielleicht ein bisschen mehr auch irgendeine Medikation zu brauchen, mit der man schlafen kann. Mhm. Ja? Mhm. Das heißt, es ist eigentlich, weil wir halten halt unsere Pflegepersonen immer dazu an, möglichst nicht medikamentöse Methoden zu benutzen, gerade bei Menschen mit Demenz. Nicht die erste Methode. Aber vielleicht, wenn es gar nicht anders geht, ja, dass man jetzt eigentlich gar kein schlechtes Gewissen haben muss, wenn man sagt, also konnte sie gar nicht beruhigen. Also 5 Nächte schlaflos und unruhig, das, weil man es halt anders, weil es nicht gegangen ist, das bringt ja nichts. Mhm. Ja, aber es ist nicht die erste Methode der Wahl. Ja? Und nein, schon gar nicht die einzige. Ja. Ja. Aber das heißt, es wäre eigentlich wichtig, wenn ich als Pflegeperson merke, dass ich mich selbst betroffen fühle, mir das Angst macht, ich vielleicht selber eigentlich ein Kriegstrauma habe, weil ich vielleicht aus, weiß ich nicht, Serbien, Bosnien komme und mich das mitnimmt, dann wäre es eigentlich günstig, dass ich schaue, dass ich das selber vorher bearbeite. Richtig. Oder zumindest laufend. Oder dass ich irgendwie damit zurechtkomme. Mhm. Ja? Das ist lösungsorientiert gedacht in dem Sinn, dass ich irgendeine Stabilisierung bin, mit der ich zurechtkomme. Wir haben dergleichen Anrufe im sozialpsychiatrischen Notdienst unter dieser 31330 und in dieser 247365 Nummer haben wir etliche dergleichen Anrufe. Mhm. Viel mehr wie von Ukrainerinnen und Ukrainern, das auch. Aber viel mehr solche. Mhm. Ja? Aus aller Herren und Damen oder aller Frauen und Herren geflüchteten Ländern. Mhm. Ja? Und auch autochthon sozusagen. Ja? Das heißt nicht, dass wir das jetzt alles als psychosozialer Dienst lösen können. Da gibt es ja andere Institutionen, gibt es das Kriseninterventionszentrum, jetzt, da gibt's Psychologieverbände etc. etc. Ja? Mhm. Aber es ist gut, wenn die betreuenden Angehörigen selber in ein Gefühl, ich werde das schon jetzt irgendwie, ich komme damit zurecht, in so ein Gefühl kommen. Mhm. Ja, das heißt, es ist eigentlich ganz, ganz wichtig, sich einzugestehen, Hilfe holen, Selbsthilfe holen ist was ganz, ganz Wichtiges, ja, und darf man nicht drüber wegspielen, wird schon gehen. Ja. Das ist aber nicht so einfach. Stimmt. Die Frage ist immer, welche Strategie kann ich entwickeln, die mir hilft? Kann sein, dass es reicht, wenn ich mit meiner Freundin drüber. Mhm. Also ich brauche nicht immer unbedingt jetzt eine psychotherapeutische oder psychiatrische Unterstützung. Ja. Aber ich kann auch beschließen, ich will es einfach nicht wissen. Mhm. Auch das ist eine Möglichkeit, ja. Natürlich nicht im Kontakt mit meinen Angehörigen, aber wenn ich sage, okay, ich habe jetzt bei einigen Menschen erlebt, ich will einfach nichts mehr hören davon, ich halte das nicht aus. Das muss man akzeptieren. Also das habe ich gerade auch in der Pandemie gemerkt. Ja. Ja, oder auch selber gehabt. Irgendwann ist es genug. Keine Nachrichten mehr über die Fallzahlen, weil
Braucht jetzt mal was für die Psychologie. Ist natürlich auch schwierig, weil es kann irgendwann dann doch wieder rauskommen. Das ist nicht, aber es ist eine Strategie, die sicher mindestens ein Drittel der Menschen gut helfen kann. Ja, und dann ist es okay. Gut ist, was also hilft. Nicht umrühren drin, sondern sagen, okay, lassen wir es mal. Vor allem, dass es halt irgendwas und ist. Und es kommt dann schon einmal. Ja? Ja. Es kommt schon einmal dann eine Frage oder dann taucht es wieder auf. Dann kann man darauf eingehen. Mhm. Aber nicht wir dürfen sie triggern dabei. Mhm. Genau. Und das ist so wichtig. Ja, und ich glaube auch dieses, also ich erlebe das öfter im Umfeld, es gibt auch so negative Bearbeitungs- oder Ablenkungsmethoden, die halt eigentlich die nicht wirklich gesund sind, ja? wo ich mir denke, da wäre es so wichtig, sich Unterstützung zu suchen, welche Strategie wäre denn gut, weil dass ich dann am Abend heimgehe und sage, ich halte das nicht mehr aus, so trinke ich jetzt 2 Bier oder weiß ich nicht, halbe Flasche Wein, weil dann kann ich schlafen, ist ja, oder ich kann jetzt nicht zum Rauchen aufhören, weil das hilft mir, ist ja eigentlich, was ich gerade im Bereich der Pflege und Medizin oft mitkriege, ja, was ja eigentlich total ein ungesundes Coping ist. Absolut, absolut. Das kann man wirklich nur bestätigen, was Sie da sagen. Immer die in Österreich nicht gerade selten gewählte Strategie ist der Verdopplung des Alkohols, ist die Verdopplung des Alkoholkonsums. Mhm. Und das muss jetzt gar nicht jemand sein, der täglich trinkt. Mhm. Ja? Oder es muss auch nicht jemand sein, der täglich oder der untertags trinkt. Ja? Aber die Verdopplung des Alkoholkonsums am Abend ist ein Unding. Mhm. Das ist eine Coping-Strategie, die à la longue sicher nicht günstig ist. Ganz sicher nicht. Mhm. Ja. Auch nicht günstig, wenn ich jetzt als Angehöriger mal denke, dann gebe ich meiner Mutter halt ein Bier, dann schlaft es besser, oder? Also diejenigen, die mit einem kleinen Bier besser schlafen und das schon länger tun. Nein, also ich meine, wenn ich jetzt sehe, sie ist wahnsinnig unruhig. Na, also neue Therapie finde ich es nicht gut. Das muss ich schon sagen. Ja? Aber diejenigen, die das seit 5 Jahren oder 10 Jahren oder sowas in ihrer Pflegebedürftigkeit zu haben und zu machen, also ich habe das nie angestellt. Mhm. Ja? Soll nicht dann noch in einen Entzug geraten? Nein, ja, aber ich denke, das eine wird nicht einmal für den Entzug gerechnet. Aber jetzt so, wenn ich als Angehöriger mal denke, ich habe halt jetzt keine Möglichkeit, den nicht medikamentösen Methoden, die ich gerade als Angehöriger kann oder so, die helfen jetzt nichts und Medikamente habe ich keine, greife ich jetzt aufs Bier zu. Alkohol als Medikament im eigentlichen Sinn kann ich grundsätzlich nicht empfehlen. Wenn das etwas ist, wie gesagt, was jemand schon länger tut und das ist ein besonders großer Genuss und das eine kleine Bier ist das Betthupferl am Abend bei jemand, die ohnehin schon ein bisschen dement ist, dann so be it. Was soll es denn? Ja? Aber als neue Therapieform sicher nicht. Nicht gut. Nicht gut. Ja, was wir noch, was mich so noch beschäftigt hat oder was ich mitgekriegt habe, gerade bei Angehörigen, da wäre es ja auch wichtig, dass ich mir selber eigentlich auch Hilfe suche, weil wenn ich das Gefühl habe, ich bin unruhig, mein Vater ist vielleicht im Zweiten Weltkrieg traumatisiert worden, macht mir doppelt Stress, wäre es dann eigentlich auch gut, so früh wie möglich sich Unterstützung zu holen, oder? Wie kriegst du das mit? Ich meine, meistens holen sie sich immer zu spät. Also ich merke das in den Beratungssituationen, dass man sich dann eigentlich einen Beratungstermin ausmacht, wenn man es wirklich gar nicht mehr aushält. Also wenn der Leidensdruck so hoch ist und man schon davor steht, also jetzt weiß ich gar nichts mehr und es hilft nichts mehr. Aber habt ihr da so vielleicht auch Unterstützungsmöglichkeiten oder Strategien, wo man den Angehörigen was mitgeben kann, so schnell wie möglich, bitte gleich? Also ich glaube, das ist ein bisschen schwierig, weil Service heißt ja, dass wir versuchen zu schauen, wohin kann man sich wenden. Mhm. Ja? Und mit so einem Fall kommen die Leute eigentlich sehr wenig zu uns. Mhm. Sie kommen meistens mit, das funktioniert nicht, wo kriege ich das? Yeah. Und dahinter steht dann die Frage, wie geht es Ihnen? Und dann kommt erst, was passiert auf der anderen Ebene damit. Aber das ist die eine Seite. Ich denke mir halt,
Es gibt aber schon in der Kommunikation, es gibt ja noch eine Kommunikation rundherum, da zum Beispiel die mobilen Dienste, auch wer immer, wenn die auch ein bisschen lernen, mit dem Thema umzugehen, dass man sich da gegenseitig ein bisschen stützen kann. Es ist schon ein Unterschied, wenn jemand halt, weiß ich nicht, eine Heimhilfe oder wer immer regelmäßig kommt und die merkt, hoppala, den Angehörigen geht es da auch gar nicht gut, dann kann sie auch, zum Teil können sie das ja auch gut, weil sie ja die Beziehung haben zu den Menschen, einmal darauf eingehen und dann vielleicht sagen, vielleicht gibt es irgendeine Hilfe, die sie jetzt brauchen können. Ja? Mhm. Manchmal genügt es wirklich, dass man darüber reden kann. Gerade für die pflegenden Angehörigen, weil die alles tun und nicht daran denken, dass sie einmal sagen, heute geht es mir wirklich saudreckig. Ich halte das alles nicht mehr aus. Und dann kann man sagen, ja, das kann ich gut verstehen. Ja? Wie können wir denn schauen, dass sie jetzt ein bisschen besser zurechtkommen? Und ich glaube, das wäre der Weg, dass alle, die da drinnen sind in dem Prozess, darauf achten. Und nicht nur sagen, ich mache jetzt meinen Part und dann gehe ich wieder. Mhm. Alle haben ja auch Erfahrungen, eigene Erfahrungen. Und manchmal kann man durch die eigene Erfahrung etwas merken, was sonst vielleicht im Verborgenen bleibt. Und die pflegenden Angehörigen sind im Allgemeinen ja sehr gut organisiert in sich. Ja? Weil sonst würden sie ja das alles nicht machen. Die sind wirklich Expertinnen und Experten. Aber da können Sie natürlich eine Unterstützung brauchen, wenn man merkt, dass es Ihnen schlechter geht als sonst. Gibt es da eigentlich als Unterstützung zum Reden auch verschiedenste Unterstützungsformen? Wir haben immer das Problem, und das haben wir immer, und das wird sich auch nicht ändern, dass die wenigsten irgendwo hingehen können, weil sie sagen, sie haben keine Zeit, ganz einfach. Ja. Und wenn sie schon wohin gehen, dann wollen sie nicht von den anderen hören, wie schlecht es denen geht. Also es spielt sich halt im Verborgenen ab, aber im Verborgenen gibt es schon noch Personen, die mit dabei sind, und wenn die dann miteinander dann kommunizieren, dann kann man ein Stück von dem abfangen. Mhm. Aber so, dass wir, also wir machen alle immer den gleichen Fehler, wir sagen, ja, dann machen wir einen Stammtisch und dann kommen sie. Nein, sie kommen nicht. Das wissen wir schon so gut, also das kann ich nur mehr herauf und hinunter beten. Nein, achtsamer sein im Umgang miteinander und schauen, manchmal reicht es, wenn jemand sagen kann, mir geht es heute dreckig. Das macht schon was aus, ja, wenn ich das sagen darf. Mhm. Weil ich muss als pflegende Angehörige muss ich ja nicht alles aushalten. Oder halt, sie ist so unruhig, weil sie erinnert sich jetzt wieder an das oder jenes. Dann kann man mit denen darüber reden. Mhm. Und ich glaube, dass das bei vielen auch wirklich funktioniert. Es kommt nur nicht an die Öffentlichkeit. Mhm. Also, dass es da schon Unterstützung gibt in verschiedenster Art und Weise. Wenn man das in einem Gespräch sagen, das ist jetzt, wir reden jetzt nicht von einem high sophisticated psychotherapeutischen Gespräch. Ja? Mhm. Vielleicht wird überhaupt oft was anderes gebraucht, sozusagen, weil wir neigen dazu, das dann alles in die Psychotherapie oder Psychologie zu delegieren. Ja? Also wenn zum Beispiel jetzt wirklich die pflegende Angehörige sagt, Pfarrer, das ist ein Unruhiger, ich weiß zwar nicht genau, was ist, aber er erinnert sich sicher an dieses, jenes und das, weil er gestern gesehen hat, ich weiß nicht was. Mhm. Ja. Dann wäre es zum Beispiel möglich, darauf zu sagen, okay, an was erinnert er sich denn? Was meinst du? Was macht er denn da Sorge? In meinem Grunde ein sehr qualitativer Zugang. Ja. Ja. Okay, und dann wird was kommen. Mhm. Und auf das kann man ja wieder eingehen. Genau. Und es ist, darüber reden wir dann halt. Also der BSD hat auch so eine Werbelinie sozusagen, die heißt, darüber reden wir. Genau. Nicht nur über das schöne Wetter, sondern halt auch über das Leben, auch mit psychischen Schwierigkeiten sozusagen. Und im Grunde ist es das. Und dazu, übrigens ist es auch, es ist ja etwas, wo man als anderer Gesprächspartner etwas lernt dabei, etwas erfährt, etwas an etwas Anteil hat. Ja? Und oft braucht es wirklich nicht wahnsinnig viel. Ja. Aber was mache ich denn dann als pflegender Angehöriger, wenn ich das vielleicht gar nicht hören wollte? Was? Also was mir der Betroffene dann erzählt, also ich habe zum Beispiel eine Klientin in der Demenzberatung gehabt, die gesagt hat, das war auch im Zuge einer Validationsausbildung, die sie selbst gemacht hat, wo sie dann drauf gekommen ist, dass sie eigentlich nicht das einzige Kind war, sondern ihre Mutter halt das erste Kind verloren hat und sie dann selber mit dieser Situation nicht wirklich zurechtgekommen ist. Also sie hat, mir wäre es lieber gewesen, ich hätte dieses Validationsgespräch gar nicht angefangen,
und nach dem, was ist da passiert, gefragt, weil das wollte ich als Tochter eigentlich gar nicht hören. Was mache ich denn dann als Angehöriger? Ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn Töchter wirklich validieren ihre Mütter. Ja, ja, sehe ich auch so, ja. Das ist einmal das eine. Mhm. Ja, das sollte man eher, weil Family is Family. Ja. Ja. Das ist aber oft die Schwierigkeit. Validation ist ein Therapieverfahren, mhm, aus meiner Sicht. Und Therapie, das, ja. Mhm. Und das andere ist, die gehört eigentlich in der Supervision. Ja. Mhm. Oder der Supervision. Mhm. Das ist ja nicht das grundsätzliche Angehörigen-Thema. So viele Menschen können nicht Validation bei uns oder lernen sie. Ja? Das grundsätzliche Angehörigen-Thema, dass die das so geschickt, qualitativ, so umsichtig, qualitativ erfragen, dass sie mehr, so viel mehr erfahren, wird eher nicht, das glaube ich nicht, dass das so häufig ist. Naja, manchmal sprudelt schon recht oft raus. Also wenn ich in dieser akuten Schmerzsituation bin, weil ich das halt gerade, wenn mich Bilder an etwas erinnern, dann kann das oft mit, wenn man wirklich nachfragt, was ist denn da passiert, sehr akut raussprudeln. Ja. Und ich muss sagen, ich sehe es auch immer als schwierig. Ich sage den Angehörigen auch immer, es ist besser, sie nehmen sich einen Validationsanwender, der nicht, also außerhalb der Familie ist. Weil man muss sich halt immer bewusst sein, vielleicht will ich das gar nicht hören, was absolut, da kommt. Ja. Absolut. Und dann brauche ich eigentlich selber Unterstützung anstatt der Unterstützung, die ich eigentlich geben will. Vollkommen richtig. Das ist, so meinte ich es mit der Tochter und der Mutter und der Validation. aber die Beratungsszenerie für die Angehörige, die sagt, was jetzt so ein bisschen gespült wurde, also, was nicht so unwahrscheinlich ist, ist ja die, dass man die Angehörige fragt, die pflegende Angehörige, was macht er denn so Sorgen? Mhm. Und wenn die sagt, mir macht es Sorgen, dass da das und das und das und das war, dann ist das die Situation und das ist schon eher ein bisschen professionellere Situation. Mhm. Dass man sagt, ja, aber willst du das überhaupt wirklich wissen? Oder muss das sein, dass du das ja fragst? Mhm. Schau doch, dass es ihm gut geht. Mhm. Ja, lenk ihn ab. Ja. Lenk ihn ab, ja. Etc. Ja. Auf ein ungefährliches Terrain. Auf ein ungefährliches Terrain. Und wenn jemand ein gefährliches Terrain beschreiten will, weil es ihm jemandem sehr notwendig erscheint, dann muss es aber erklären, muss es klar sein, dass es gefährlich ist dabei. Und dass ich unter Umständen vielleicht lieber professionell. Ja. Also wir raten dann halt auch immer an im Haus, wir haben eher eine Psychologin, bitte lieber die Psychologin als selbst. Mhm. Ja. Also so rekapitulierend, weil ich habe auf die Uhr geschaut, wir sind schon fast eine Stunde. Rekapitulierend jetzt, eigentlich bei fortgeschrittener Demenz vielleicht gar nicht so schlimm, dass das die derzeitige Situation einen so belastet. Fortgeschrittene Demenz heißt für mich, es ist jemand wirklich hochgradig hochgradig betreuungsbedürftig. Ja. Hat auch große sprachliche Schwierigkeiten, schon in der Wiedergabe vielleicht überhaupt schon kaum mehr Sprache. Mhm. Also weder in der Abgabe noch in der Annahme. Mhm. Ja. Kann Bilder kaum mehr abstrahieren und so weiter. Ich meine, dann bringt es ja nichts, dass ich grausliche Bilder zeige. Ja. Der kann ja sehr, der versucht ja sein Programm nicht selber aus. Passieren. Also ich habe es erlebt in einem Pflegesetting, dass dann die Tageszeitungen am Stützpunkt aufgelegen sind und die Bewohnerin dann halt sich die Tageszeitung geholt hat, weil es halt immer noch geblättert hat, aber dann sehr schockiert war. Das glaube ich. Wo ich gesagt habe, na gut, also eigentlich wäre es, ist es ungünstig, in so einem Fall Tageszeitungen aufzulegen. Oder nicht Tageszeitungen aufzulegen und selbst nicht präsent zu sein. Mhm. Das geht nicht. Mhm. Das geht nicht. Mhm. Es geht also auch das, was wir Demenzkranken bieten, an Bildern und an Musik, ist oft ein Unfug. Ja? Ja. Das wissen wir eh alle drin. Ja, ja? Ja absolut. Ja, bin ich ganz d'accord. Ja, also das heißt, eigentlich wäre es günstig, so einen erstmal sich selbst zu setteln und dann einen sicheren Raum zu schaffen. Genau. Ja, damit ich quasi in meinem Umfeld mich gesettelt und sicher fühle und nicht dauernd irgendwie immer getriggert werde mit was könnte jetzt sein, können wir jetzt nicht mehr heizen, weil das Gas ist weg. Also davor eigentlich, wenn ich jetzt als pflegende Angehörige oder in einem Pflegesetting bin, eigentlich den Betroffenen zu schützen. Ja, in dem das ist das Wichtigste. Ja.
Und dazu sage ich aber auch, sich selbst schützen. Ja? Das muss man einfach lernen, dass man sich nicht selber in die Situation begibt und das immer schlimmer wird. Also manchmal muss man einfach sagen, okay, jetzt reicht's und wir schauen, dass wir zwei gut miteinander weiter tun können und wir vertiefen uns jetzt nicht. Und wenn ich Angst habe, dann muss ich halt sagen, okay, ich fürchte mich halt, aber ich muss mir jemanden suchen, mit dem ich halt darüber reden kann. Aber nicht sozusagen die eigene Sicherheit gefährden, weil die brauche ich auf jeden Fall, gerade in der Situation. Also ich kann dann nicht meine Ängste, die auch spürbar sind, das ist ja das, was so schwierig ist, weil der Mensch mit einer dementen Erkrankung spürt ja sehr viel, auch wenn er nicht artikulieren kann, genau was es ist. Und dann darf ich nicht in die Situation geraten, dass ich völlig daneben bin und dekompensiert bin und dann kann ich mir nicht helfen und ihm oder ihr und ihm nicht helfen. Also das ist schon was ganz Wichtiges. Auf jeden Fall. Ist nicht leicht, muss ich dazu sagen. Also wir haben ja alle Gefühle und auch uns als Nicht-Betroffene bewegt es. Aber dann sehr gut auf die Psychohygiene aufpassen. Absolut. Ja, das heißt, es wäre vielleicht auch günstig im Pflegesetting, wenn ich weiß, ich bin selbst Betroffener, weil mich das triggert und ich Angst habe, mir vielleicht auch Supervision zu suchen. Wenn ich sonst niemanden habe, weil ich weiß, meine Familie hat auch Angst, die sind mit mir hergeflüchtet und ganz schlecht, dann vielleicht auch wirklich für die gesamte Familie ein Umfeld, dass die auch geschützt sind. Übrigens auch Rituale, familiäre Rituale, es gibt immer ein Stück Sicherheit. Das ist eine Situation, wo man Geburtstag jedenfalls feiert. Und alle diese Dinge und Ostern auch. Bitte Ostereier und so weiter und so fort. Weil das ist auch das Leben. Es wird eh sein, was sein wird. Ich habe jetzt lachen müssen, weil seit die Pandemie begonnen hat, haben wir wieder recht regelmäßig Familienabendessen mit den Kindern. Wir können eh sonst nirgends hin, aber wenigstens unter Menschen. Also, das war bei uns auch so, ich habe 4 Kilo zu hören. Gut so. Ein guter Schutz. Ja, dann bleibt mir eigentlich noch über zu sagen, vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Ich danke sehr für die Einladung. Wir haben jetzt noch, Peter, hast du vielleicht die Seite, die du einblenden kannst? Wir haben jetzt noch eine, da sieht man aber leider nicht, wie man spenden kann. Entschuldige, ich habe unseren Operator gestresst. Wir haben auch 3 Häuser, wo wir Flüchtlinge aufgenommen haben aus der Ukraine und haben auch schon viele Sachspenden gesammelt und würden auch um finanzielle Spenden bitten. Deswegen hat mich die Kollegin gebeten, aus dem Bereich Hausbetreuung diese Seite nochmal anzuhängen, wo man auch sieht, wo man für unsere Flüchtlinge auch spenden kann. Das, was man noch abschließend bleibt, ist, es gibt auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, wenn man die Sendung nachsieht, unter demenzraum.kwp.at. Da werden wir auch gerne vernetzen und auch noch Fragen beantworten, die noch vielleicht kommen. Und ansonsten vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Kommen. Gerne. Und Wiedersehen.